Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hot Online Farm. So, wir haben jetzt meine Maschinen, die drei Stück, die ich mal mit dem Schlepper 4, die ich mir leisten könnte, auf dem Hof geholt. Aber ich brauche erstmal noch ein bisschen Kohle, bevor ich mir noch was. Ich brauche nämlich noch was mit Frontlader. Oh, Verträge sind keine Nutzungsleistung. Okay. Okay, du das sagst, dann ist das so. Dann tun wir erstmal Gras mähen. Er sagt mir, es sind keine Aufträge vorhanden. Warum auch immer. So, könnte man also gucken, könnte, ob kriegt man da was? Nee. Ich kann nur zurückgeben, aber allein kann ich nichts mehr. So. So, den Klappen mal auf. Einschalten tun wir dann. Und gehen erstmal aufs Feld. Mache halt alles selber erstmal, weil wir müssen Geld sparen. So. Hier ist unser Feld. So. Zack, zack. Schalten wir schon mal den ein. Klappt mal auf. So, Hammer, schalten wir ein. Senkt mal ab. Und los geht's. Mal rausscrollen hier, da machen wir schon mal ein bisschen. So, so hat's hin. So, fahren wir erstmal hier an der Feld, an der Wiesenkante hier lang. Fahren wir mal alles ab, mehr in der Runde, bis wir die ersten Aufträge zusammenkriegen. Da müssten wir uns nämlich nur eventuell noch ein. Noch was Kleines, ein Telelader oder sowas. Apropos Telelader, das kostet mich so ein Gerät. Ein Teleskoplader. Der Kramer wäre. Der hat 64.000. Würde man ja reichen. Der Torion hier. Ah, Knicklenker. Ist nicht so meins. Was haben wir hier? Telelader. Das ist so ein Knicklenker, ne? Ja, du bist auch ein Knicklenker. Bist du einer? Der Marcel Ferguson, der wäre keiner. Kostet mich sonst. Also 96.000 kostet er etwa. 100.000. Plus die Gabel dann dazu. Ja. Kommt damit was zusammen. Also sagen wir 120.000 brauchen wir etwa. Sonst müssen wir uns aber mal erst bei ihnen mieten. Aber schon mal hier bitte zu tun. Dann haben wir den Wald bei mir in der Nähe. Ist doch herrlich. Ist da wie ein bisschen schön hier.
schön idyllisch. Anders kann ich es nicht beschreiben. Da steht ein Baum auf meiner Wiese, oder? Ja. Knapp dran. Hier ist der schmale Grünstreifen zwischen den Feldern. Hier passt schon. So, fahren wir mal eine Runde hier Gras mähen. Zwei Runden Vorgewende müssten reichen, denke ich mal. Ah, die Feldform finde ich schon schick. Nicht so rechtwinklig gerade ist. Wirkt mehr, soll man sagen. Das ist recht, bin ich gerade, wirkt alles so steril, es wirkt mehr organisch, sage ich jetzt mal. Im Einklang mit der Natur. Sagen wir mal übertrieben so. Aber ich habe das noch nicht raus auf meiner Map, wie ich die Felder ein bisschen anpassen kann. Zeichnen ist kein Problem, aber dann das mit den Felddefinitionen. Das ist mein Problem, was ich habe. Aber kriegt man alles irgendwann mal hin. Jetzt Mähmarsch mal hier. Und jetzt geht's hier in die zweite Runde. Automatik an. Kurz gucken. Ausrichten ganz kurz. So. Wollte ich mal bloß rüber switchen. Dass wenn dann die ersten Aufträge kommen, dass das dann losgehen kann. So. Drehen wir ja schon unsere Runden. Und wenn das die Flächen relativ teuer hier sind, macht es nicht so leicht zu expandieren. Aber stellen wir uns mal hier die grünen Flächen hier nutzen, die wir so haben. Wenn wir das Geld haben, das nächste Feld. Oder kaufen wir uns ein paar Maschinen, gehen komplett in die Viehwirtschaft. Könnte man auch tun. Dass wir ja Kühe und sowas machen. Komplett alle in der Viehwirt. Nicht Landwirt, sondern Viehwirt. Aber dann machen wir uns jetzt noch keine Platte. Erstmal brauchen wir Geld. Muss mal gucken, ob ich mit reingenommen habe vom Andi den Werkzeugkoffer. Zwecksreparaturen ausführen. Weil ihr als Mini-Landwirt, das bis Grünflächen wird, dadurch kann man sie nennen. Grünflächenverwalter nennen wir es mal so. Mehr sind wir ja nicht. Alles ein Grünflächenverwalter.
Kärcher haben wir auch keinen, dann werden die Maschinen irgendwann vor Dreck stehen, aber das können sie nicht ändern. Ich weiß ja nie, ob es hier irgendwo eine Art Waschhalle oder sowas in der Art gibt. Bin ich planlos und planlos geht der planlos. So, dritte Runde Vorgewende. Geht schon ordentlich was ab. Ist eine relativ große Grünfläche, muss ich mal so sagen. Hier oben haben wir ja fast immer noch was hier am Hang und sowas, was wir nutzen können. Also flächentechnisch sind wir gut bestückt hier. Den muss wieder meine Hoffläche hier werden. Wo ich denn mit das aufbaue, was ich gerne hätte. Bin da überlegen, ob ich vom Global Company hier, also von der LS Mod Company, das Fermenting Silo mit reinmache. Falls der hier, falls mit Ballen ein Problem gibt, weil ich weiß nicht, ob der Ballentrigger hat. Das werden wir sehen. Ob BGA eigentlich, denke ich doch. Weil ich aber 17er denke, haben die eigentlich auch mit Ballentrigger gemacht. Ich muss zwar mit rein hier laden, über URL habe ich damals gemacht im 17er. Aber bald hat es genommen, wenn ich das mit Frontlader machen kann, geht es auch. So, Dilly. Sagt der Timer, haben wir noch ein bisschen Luft, kommen wir noch ein Stück. Wenn ich mal die Wiese eh dann fertig mähen, das ist die nächste Folge, dass wir dann pressen können. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Noch sind wir nicht so weit. Mal noch sind wir am Mähen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. So, ich war jetzt in die Auf- und Abbahn schwenken. Ab jetzt. Ja, die dem. Mit Season stelle ich mir das schwierig vor, hier auf den grünen Zweig zu kommen. Aber es ist wahrscheinlich eine Herausforderung. Können wir jedenfalls gut vorstellen. Wenn das mit Season spielt, ist ja Season Shredded die Map. Tut man mich wahrscheinlich damit mehreren Leuten spielen. Aber da hätte ich mir gut vorstellen können, die Map hier für das Live 2 Projekt. Wäre bestimmt nur goldig geworden. Oh, die war wahrscheinlich wieder zu groß gewesen. Ich weiß es nicht. Ein schönes Multiplayer-Projekt könnte man hier starten, wenn ich Leute hätte, die Multiplayer mitspielen würden. Aber da Aufnahme und Multiplayer ist bei mir so eine leicht verzwickte Sache. Weil ich arbeite in zwei Schichten. Plus Wochenenden.
ist das nicht ganz so einfach, wenn du auf die Kette sie kriegen. Da habe ich dann meistens das Problem, dass ich das nie auf die Kabel kriege. Weil da muss man Zeiten einhalten, da kommt man vielleicht später von Arbeit, da klappt dies nicht, da klappt das nicht. Ist immer schwierig. Aber nobody is perfect und nimmt man. Wie heißt es immer so schön? Man hat sie leicht, aber leicht hat sie ihn. Ich wüsste auch gerade, mit wem ich ein Multiplayer-Projekt machen könnte. Ich spiele selber viel, nur Singleplayer. Fällt mir auf Anhieb keiner ein. Und das Problem ist immer, das ist die Zeit. Weil wenn ich Spätschicht habe, könnte ich es nur vormittags machen. Aufnahmen. Oder müsst ihr jeden Tag in der Woche rauspicken, wo ich für die ganze Woche aufnehme. Das ist dann alles nicht so einfach. Das muss man alles mit berücksichtigen. Irgendwie Vorschläge schief. Ich zu viel mitnehmen. Aber so ist das. So, Dilly. Geht's wieder hoch. So, mal ganz kurz gucken. Erstmal speichern, macht's richtig. Nee, ist noch nichts da. Ist noch nichts da. An Lohnarbeit. Naja, müssen wir durch. Müssen wir uns so ernähren. Erstmal. Was ist denn für Quatsch? Fällt ich jetzt das Ding aus, ich bin nur behämmert. Also fängt es an, die Verkalkung. So, aber ich komme jetzt langsam zum Ende für diese Folge. Noch haben wir, eine Minute haben wir noch. Gut, können wir noch ein paar Bahnen ziehen. Ich habe gerade geguckt, dachte mal in 19, das war schon eine 18. Aber jetzt sind wir in der letzten Minute angelangt. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt im Off zu Ende mähen. Dass wir in der nächsten Folge mit Ballenpressen anfangen können. Dann mal gucken, ob noch ob paar Missionen mal an Land kommen. Und dann werden wir sehen, dass wir systematisch die BGA füttern. So, aber wie gesagt, jetzt komme ich zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.